gläubig darum, aber ich habe unheimlich Bäume knicken sehen. Ich habe es nicht gehört. Es war still hier oben. Ich stand hier oben. Es hilft natürlich, solche Sachen zu beleben, wenn das so wahrgenommen wird und wenn man sich mit so einem identifizieren kann, dann ist man sicherlich auch eher bereit, was zu investieren dafür. Und da denke ich, das ist ein Problem bei diesem Haus, dass die Menschen bewusstseinsmäßig da anders gepolt sind. Und dass man sieht, wenn man hier wieder was diese Ideen, die er hatte, der hat die anders abgelehnt.
seiner Zeit, aus seinem Wissen, aus seiner Persönlichkeit. Und das ist nicht so, das ist nicht übertragbar, glaube ich. Das ist so, und da sagen die Leute, ja, das ist schöne Theorie. Aber man will ja daraus eine Praxis irgendwie haben. Und da muss man vielleicht andere Wege gehen. Was wird. Ja? Ich, und zwar überhaupt nicht klar, wie das laufen wird. Müssen wir weiter raus? Ja? Oder können wir dennoch wohnen bleiben? Warum hat es so viel Ungewissheit? Wir hatten einen Vertreter.
Aber es wurde natürlich jetzt zu guter Letzt alles Eigentum. Es ging so erstmal Kürbel, ja. Und dann ging es ein bisschen rasanter bleiben. Das ist das Schöne, was es eben schön macht. Aber wenn es nicht macht.